Im Rechtsstreit um Tonbandmitschnitte von Altkanzler Helmut Kohl hat das Landgericht Köln dem 87-Jährigen einen Rekordschadenersatz zugesprochen. 1 Million Euro stehen Kohl nun als Entschädigung zu. In dem Zivilprozess geht es um Zitate des ehemaligen Bundeskanzlers aus dem Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, von dessen Ex-Biograf Heribert Schwan. Sie betrafen unter anderem die heutige Bundeskanzlerin Merkel sowie die früheren Bundespräsidenten Wulff und von Weizsäcker. Kohl bestreitet zwar nicht, die Äußerungen so getätigt zu haben, betont jedoch, dass sie vertraulich gewesen seien. Durch die Veröffentlichung der Zitate sieht er sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Der Richterspruch bestätigt nun diese Ansicht, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.